Das Fahrrad ist der beste Freund der Münsteraner und Münsteranerin. Heute kommen auf jeden Einwohner knapp doppelt so viele Lezen, wie sie hier gerne genannt werden. Ob am Prinzipalmarkt, dem Ludgeri-Kreisel oder auf der Promenade. Selbst über 200 Jahre nach seiner Erfindung gehört das Fahrrad in Münster einfach zum Stadtbild. Das Stadtmuseum Münster hat daher Anfang des Jahres die Ausstellung Alles auf Leze eröffnet, die sich eigens mit dem Fahrrad beschäftigt. Frau Dr. Bausmann ist Kuratorin dieser Ausstellung und freut sich über alle Besucherinnen und Besucher, die vielleicht etwas mehr rund um das Fahrrad erfahren wollen. Der Gedanke dieser Ausstellung Alles auf Leze war der, die Entwicklung der Fahrradstadt Münster darzulegen, von den Anfängen bis heute, mit der Frage, wann fuhren die ersten Fahrräder in Münster, wie war die Entwicklung des Fahrradverkehrs bis heute, mit dem schließlichen Ausblick, wohin entwickelt sich die Fahrradstadt künftig. Wir werden immer gefragt, wann genau fuhr das erste Fahrrad in Münster. Diese Frage lässt sich so exakt nicht beantworten, aber es gibt verschiedene Quellen, die Rückschlüsse zulassen, beispielsweise die farbige Lithografie aus den 1880er Jahren, die ein Hochradfahrer vor dem Münsterischen Schloss zeigt. Aber wie fährt man eigentlich auf einem Hochrad? Sie stehen am Fahrrad, halten sich mit den Händen am Lenker fest, müssen mit dem linken Fuß sich hier kräftig abstoßen und auf den Sattel schwingen. Und dann beginnt die Fahrt auch schon. Neben den verschiedenen Exponaten konnten sich die Besucher über vielseitiges Begleitprogramm freuen. Ein ganz schöner Aktionspunkt war der Aktionstag mit dem Deutschen Fahrradmuseum aus Bad Brückenau. Und wir konnten im Sommer dank des guten Wetters auch auf unserer Dachterrasse hier im Museum diese Fahrräder zur Verfügung stellen und die Gäste konnten Fahrrad fahren. Auch der Sport spielt in der Fahrradgeschichte eine große Rolle. In den 20er Jahren hat Clemens Schürmann, der Architekt für die Halle Münsterland, die Radrennbahn gebaut. Einmal im Jahr wurde sie dann eben zu verschiedenen Zwecken aufgebaut. Und das beliebteste Rennen war das Sechstagerennen. 6 Tage lang fuhr man Tag und Nacht im Team seine Rennen. Das waren Großereignisse in Münster und da ging man hin. Da waren die Straßen in Münster leer, weil alle in der Halle Münsterland waren, um das 6-Tage-Rennen zu verfolgen. In der heutigen Zeit ist das Fahrrad dank der industriellen Fertigung nicht mehr nur Sportgerät, sondern ein beliebtes Verkehrsmittel geworden. Insgesamt kann Frau Dr. Bausmann eine positive Bilanz ziehen, denn in nur einem halben Jahr haben sich über 19.000 Besucher und Besucherinnen von der Ausstellung begeistern lassen. Darunter nicht nur die üblichen Museumsinteressierten, sondern auch ein großes neues Publikum. Das Fahrrad ist einfach ein Thema, das unsere Münsteraner und Münsteranerinnen bewegt.